können das ja auch noch hier ein bisschen einreißen in der Seite. Dann können wir den hier ein bisschen einheitlich machen. In U-Bahn-Schacht, in Anführungsstrichen U-Bahn-Schacht. Ist ja keine U-Bahn. Ist nur so vom Feeling. Ihr wisst, was ich meine, ne? Damit das hier vor allen Dingen von der Ästhetik ähnlich ist. So. Soll ja auch immer noch nach Höhle aussehen. Aber auch Höhlen können gut begradigt sein. Ne? So. Das sieht doch jetzt schon ganz nice aus. Und da brauchen wir dann einmal eine, die uns nach oben bringt. Also müssen wir facto ergo sum hier schon mal Redstone-Fackeln herstellen. Das sind genau 6 Stück. Da gehen wir jetzt in den Boden, packen eine Redstone-Fackel hier unten drunter, gehen hier mit einem Stein oben drauf und haben eine aktivierte Schiene vor uns liegen. Und verlegen jetzt hier mehr Schienen den Berg hoch. Das heißt Berg, dieses kleine Eckchen hoch. Und können schon mal hier die nächste Schiene legen, die dann halt aktiviert. Halt, noch einmal darunter, dass das Minecart Schwung kriegt. Jetzt war ich so intelligent und hab das da weggemacht. So. Jetzt habe ich das ganze Eisen weggelegt und kann mir gar kein Minecart machen, um das auszutesten, wie viel Schwung wir dann eventuell brauchen. Ich kann es mir fast ausrechnen. Ich habe da schon so ein klein bisschen Erfahrung mit. Aber das Ganze ist doch auch schon wieder ganz schön her. Mal gucken, ob das... Wenn ich hier eins lege und... Das müsste sich ja nach unten... Ja, das aktiviert sich nach unten. Wir müssen es dann einfach ausprobieren. So, das führt hier recht gerade nach unten. Das führt recht gerade um die Ecke. Aber das hier gefällt mir gar nicht. Wenn ihr da langfahrt, dann macht ihr... Und seid da. Also reißen wir hier die Wand noch raus. Machen das Ganze ein bisschen großzügiger, weitläufiger. Und ersetzen einfach mal diese komische Strecke. Genau, so heißt die. Durch ein gerades, schönes System. Einfach um die Ecke gedacht. Auch wenn wir dafür ein bisschen mehr Steine rausreißen müssen. Dafür haben wir ja aber auch die Spitzhacke, weil der dann richtig schnell geht. Auch noch weg. Schön weitgehend ausleuchten, ne? So. Ja, auch nochmal. Und dann können wir das direkt da vorne connecten. Ne, da gehe ich noch einer weiter rein. Dann können wir das ganz anständig connecten. Wir haben ja auch noch den anderen Höhleneinstieg, aber den benutze ich doch eher selten, auch wenn er einen kürzeren Weg runter in die Höhle hat. Das ist einfach so noch der zusätzliche Secret Exit. So. Das sollte von der Helligkeit reichen. Ja, und euch muss ich dann da mal, ne? Und so, das tut mir leid. Sorry. Panni, du hast da Schienen übersehen, ich weiß. Nur kein Stress. Hier nochmal zurück. So. Ich will nur nicht aus Versehen Cleanstone abreißen. Hier wäre es, glaube ich, nochmal sinnvoll, eine Redstone-Fackel hinzuballern und eine Aktivierungsschiene. Wie das hier ist, weiß ich nicht. Das muss man ausprobieren. Die Dinger geben eigentlich ziemlich Fahrt. Muss ich ja sagen. So. Und auch hier kann man dann ein bisschen anders arbeiten. Müssen wir da halt auch noch ein bisschen was rausreißen. Sollte aber nicht das Problem sein. Ich führe das hier an dem Weg entlang und dann darunter. So, Fackel weg, wird ein bisschen dunkler. Nur keine Panik, deswegen kommen nicht gleich Monster. Plötzlich spawnt ein Zombie. Ich glaube, wie war das noch? Im Umkreis von 30 Blöcken können nicht einfach so Gegner spawnen neben einem. Das geht nicht. Sie können aber auf einen zulaufen, dann wenn sie einen entdecken und so. Das muss man alles berücksichtigen. Hier gehe ich jetzt auch mal ein wieder mehr rein. Da kommt jetzt ein Redstone-Fuck rein. Die hat oben drauf. Die kommt hier dran. Zack, zack. Bling, bling, bling. Und hier eine Fackel. Und hier sicherheitshalber auch noch eine. Und auch hier muss man die Schiene nicht so verlegen. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Gar nichts, Honey. Gar nichts hast du dir dabei gedacht. So, und auch hier kann man dann die letzte aktivieren. Mann, Käfer, schreckt mich doch nicht so. Anja schreckt sich vor solchen Sachen. So, sehr gut. Ich kann jetzt noch nicht ausprobieren, das mit dem Minecart. Das können wir jetzt halt alles gerade noch nicht ausprobieren. Ist Minecraft laut genug?
Ich hoffe es, dass ich die... Ja, wenn ich die Viecher so laut höre, dann werde ich auch alles andere laut hören. Gut, dann sehen wir uns jetzt noch mal ein bisschen in der Höhle um. Das Hühnchen ist immer noch da. Sogar schon eingelegt. Du bringst deine Familie noch mit oder was? Nee, Gott sei Dank war da nichts drin. Ehe sich da was ausbrütet, ne? So, nach da hinten, da war... Ach Gott! Guten Tag! Was machen Sie denn schon hier? Nach da hinten, da war halt wirklich noch recht viel dunkel. Das müssen wir eigentlich unbedingt alles mal ausleuchten, weil das war alles so eine offene Höhle. Ziemlich offene Höhle. Und ich meine mich jetzt düster zu erinnern, wo ich Diamanten das letzte Mal gefunden habe. Und zwar auch hier ist es auch ziemlich dunkel. So. Da hatten wir schon mal eine Fackel gesetzt. Also hier können auf jeden Fall noch Kreaturen langkommen. Ich mache deswegen hier einfach gerade mal den Weg hier zu weg. Nur damit wir uns jetzt keine Sorgen machen müssen, ob was von hinten kommt. Dann ist das jetzt erstmal so weit abgesichert, dass da nichts uns auf den Kopf scheißern kann. Dann gucken wir uns mal hier um. Hallo? Nix. Okay, das ist schon mal gut. Da geht's aber tief runter. Da kommen wir vielleicht dann an Orte, die ich gerne gehen würde. Da unten ist auch nichts gespawnt. Das wäre ganz super. Dann baue ich das jetzt hier gerade nochmal oben zu. Dass wir einfach da in Ruhe runtergehen können und uns nichts auf den Kopf fällt, abgesehen davon, dass wir dann, falls wir hier oben mal irgendwann lang müssen, niemanden begegnen, der uns runterschmeißt, schießt, anguckt oder was weiß ich nicht was. Ja, uns runter anguckt vor allen Dingen, Honey. Und dann einen vernünftigen Weg nach unten basteln. BZW. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, da vernünftig runterzukommen. Kann man sich ja dann auch runterbauen, Stück für Stück. Da oben geht es auch noch hoch. Gucken wir doch mal da kurz rein. Ich glaube, das ist nur... Da kann man nur dann hier runter gucken. Na gut, da ist dann nichts. Oh, aber die Kohle kann man sich schon mal mitnehmen. Okay, da geht es auch an die Oberfläche. Nur zu sehen, dass wir dann nicht irgendwas wegschlagen, was uns dann Sand auf den Kopf rieseln lässt und wir ersticken dann jämmerlich im Sande. So. Hier eine schöne Fackel hin, da auch noch. Hier in der Ecke ist auch noch recht dunkel. Wir wollen ja nicht, dass dann was spawnt. So, und jetzt müssen wir uns hier Stück für Stück nach unten arbeiten. Das können wir dann auch machen, indem wir... Oh, da sehe ich schon Gold. Das ist super, das brauchen wir nämlich. Indem wir hier Blöcke setzen. So, dann können wir schon mal hier einen Block setzen. Und dann holen wir uns jetzt die Kohle! Interessantes Musikstück. Haben wir schon öfters gehört? Naja, aber nicht so oft. Aus eines der Musikstücke in Minecraft, die sich bei uns so oft wiederholt haben. Machen wir das einfach zu da. So, dann gehen wir mal weiter hier runter, ne? Stück für Stück. Schön vorsichtig. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Oder rausfallen. Da ist Gold, das ist schon mal super. Hier ist Eisen, das ist auch sehr gut. Da brauchen wir nämlich auch noch viel für die Schienen. Weil ich da natürlich gerne noch mehr Schienensysteme legen würde. Noch ein bisschen größer alles, ein bisschen weitläufiger. So viel Gold brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr, weil so viele Schienen brauchen wir auch nicht. Aber ein paar Detektorschienen und so würde ich auch noch gerne bauen. Und für draußen hätte ich ja auch noch gerne irgendwann eine Zugstrecke von den beiden... Oh, ich dachte, das wäre ein Schleim. Also so eine Zugstrecke, die die beiden Häuser miteinander verbindet, wäre echt super. Wenn wir es schon nicht hinkriegen, ein Portal zu machen, das die beiden Häuser verbindet, sondern nur so auf einen krüppeligen anderen Weg. Ich werde dann wohl mal in der Kopie der Welt ausprobieren, wie das mit den Toren funktioniert, wenn ich was abreiße, wo ich dann am besten wieder eins hinbaue, damit man das gut connecten kann, damit wir wieder bei unserer Festung landen, weil ich meine, wir hatten eigentlich so einen idealen Spawnpoint, dass es traurig wäre, wenn wir den verlieren würden. Das teste ich dann, glaube ich, lieber vorher erstmal aus. Ja, jetzt würde ich gerne hier noch in die... Da unten ist zwar gerade ein Zombie, aber ich würde trotzdem gerne noch darunter. Denn es ist zwar ganz schön dunkel und da ist bestimmt Shit's going real und so. Aber da... Das Eisen, das sehe ich schon mal. Und ich meinte, irgendwo hier wären Diamanten gewesen. Da ist auf jeden Fall Redstone. Irgendwo da wären Diamanten gewesen, wenn ich mich jetzt nicht komplett mit meiner fehlenden, mangelnden Erinnerungsvermögen da täusche. Okay, das ist jetzt hart, da runter zu gehen. Mal ganz vorsichtig machen. Ich will nicht runterfallen und wenn ich hochgehe später oder mal irgendwie flüchten muss, auch nicht runterfallen. Aber jetzt mal einen auf Safety.
So, und unsere Spitzhacke müssen wir auch schon bald wieder reparieren. Ach so, ein Mist. Könnte natürlich auch einfach warten, bis man eine neue hat, die vielleicht eine bessere Verzauberung hat als diese. Wenn man halt Glück hat, also wortwörtlich, bekommt man eine, die den Statuswert Glück hat, dann bekommt man halt von den ganzen Erzen mehr. Das ist, glaube ich, dreimal so viel, ne? War es doch. Das wäre natürlich sehr angenehm, gerade fürs Diamantenanbau, abbauen, anbauen, umbauen, wegbauen. So. Kohle. Noch mehr Kohle. Alles meine, alles meine, alles meine. Meine Steine. Ich glaube, das kann man sich jetzt hier schon fast so runter... Oh. Da hing irgendwie die Maustaste gerade. Wo ist der Zombie jetzt hin? Zombie? Der war doch gerade hier noch irgendwo. Hallo, Zombie. Oh, ich finde Minecraft ist gerade zu leise. Da kriege ich ja gar nicht mit, wenn da irgendwas kommt. Hallo, Zombie. Nix, gar nix. Wow, der ist einfach abgehauen, die olle Pussy. Ist da noch Kohle? Ja gut, der lief ja irgendwie hier rum, ne? Ich bin jederzeit, allzeit bereit, mein Schwert zu zücken. Ne? Naja, notfalls springt uns das Viech halt in den Nacken. Was soll's. Ich höre ihn aber auch überhaupt nicht mehr stöhnen oder so. Die Musik passt überhaupt nicht. Hm, na gut, dann reiß ich da. Oh. War das hier mit dem Diamanten? Nein. Das waren nicht die Diamanten, die ich meine. Ich bin nämlich mit der letzten Folge mit 7 Diamanten hier rausgegangen. Das sind die nicht gewesen. Die kann ich noch nicht. Aber so weit unten sind wir doch auch noch nicht. Dass da so viele. Oh mein Gott. Dann ist ja auch noch Eisen. Wo muss ich jetzt gleich rausreißen? Ach, das war's schon. Scheißen. Kein Eisen mehr. Aber die Dias. Die Dias. So, wo sind jetzt die Zombies alle hin? Die gerade leckt's ein bisschen. Vielleicht auch nur, weil ich so schnell hin und her gucke. Oh, ich finde Minecraft gerade wirklich unglaublich leise. Stell mal die Geräusche auf ganz laut. Jetzt höre ich wenigstens plätschern. Und einen Stein kann ich jetzt auch hören, den ich so. Ja. Schon viel angenehmer. Oh. Hallo. Hier noch irgendwas? Nee. Erstmal das da. Gold. 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 So, hier was? Irgendwas hier? Kann man eine Fackel hier hinstellen? Nee? Gut. Kann ich in Ruhe da rausholen. Oh, da ist auch noch. Erst das da. Gucken wir mal, was kommt rein. Gefährlich. Ich gucke immer schön nach Monstern, weil ich lasse mich echt ungern überraschen, wenn ich Diamanten in der Tasche habe. Diamanten in der Tasche hast, immer was zu naschen. Und die Monster auch wollen, die das auch haben und dann geht das Sodom und Gomorra. Hops. 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 Hops, hops. Hops, hops. Abreißen, dranbauen, abreißen. Dazu haben wir ja die Spitzhacke auch. Wenn man sich das immer nur aufhebt für Notfall. Aha! Da ist er! Da sind sie ja! Ich hab's genau gesehen! Schweinerei! Wo kam der eigentlich her? Wo einer ist, da sind noch mehr. Hier wüsste ich gerne, wo kam der her? Da ist es dunkel. Ich mach jetzt auch noch gleich viel dunkler. Die mich alle löschen. Übrigens, das nervt gerade die Sau.